Hallöchen, meine Käsekätzchen! Und willkommen zu einem neuen Let's Show! Heute spielen wir ein kleines Spiel namens Train Station Simulator. Ja, also, wenn jemand denkt, ich stehe auf Züge, eigentlich nicht, aber es hat mich eigentlich auch mal interessiert. Hier, so wie ich es, wie auch der Name es sagt, werden wir unseren eigenen Bahnhof kreieren. Ich habe dieses Spiel das erste Mal gestartet, also ich gehe hier völlig blind rein. Kampagne, Bereitmodus. Einfach, Geld, einfach. Ja, weil einfach ist. Wir nehmen einfach jetzt hier die Kampagne. Ich habe ja eigentlich das auf Deutsch gestellt. Wieso? Naja, gut, egal. Bis der Tippel, naja, gut. Weil ich auch so viel Englisch kann. Wo ist denn mein Bahnhof? Ach, hier muss ich bestimmt einbauen, ne? Track 1. Button left the tutorial on off. Hä? Hier oder was? Okay. Standardvorteil, also. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Ja, okay. Over your track. Wie viel mal? 8x14. Na gut. Wir machen einfach das. Das ist 8x14. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ach so, wie sollen das jetzt also hinmachen, okay? Ich kenne das Spiel immer noch nicht. Gut, habe ich gemacht. Kann ich das jetzt hier auch noch machen? Wir machen einfach drumherum. Oder auch nicht, weil er sagt nö. Ja, select large door. Exit, warum geht denn das hier nicht? Na gut, machen wir es hier hin. Viele Türen. Ja. Ah, warum zeigst du mir das nicht an? Zur Straße hin? Achtung bitte. Ja. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Genau. Vielen nicht Dank. Rauchen. Kann ich jetzt hier einen Weg oder sowas bauen? Ja, kommt er hin. Kommt her. Oh, sie kommen schon. Okay. Es fährt aber noch kein Zug. Eine Ticketmaschine. Ja. Ja. Bitteschön. Select, and place ein paar Maschinen. Okay, hier könnt ihr euch ein bisschen begnügen. Eine klassische Bank. Hier. So. Achtung, bitte. Und eine Toilette. Was ist das überhaupt? Also wir müssen mal drehen. Gut. Das sieht sehr top aus. Open City Transit Menü. Das ist jetzt hier City Transit. Ist da. Nicht genug Geld. Ah, ja. Und nun ein Commuterbus. Was ist ein Commuterbus? Regionaler? Ich habe kein Geld mehr. Bitteschön. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es der Commuterbus ist. Ja, und was nun? Wird das jetzt gebaut? Kann ich jetzt hier im Bus... Ah! Find it and click on it, select a few times. Und Bus. Er kann um 6 kommen, um 7, um 8. Dann fliegen wir um 10, um 12, 14, 16, 30 ist ein bisschen zu knapper. Hier auf 17, 18, 19, 20. So. Diese Busfahrzeiten wünsche ich mir mal bei uns. So. Open Timetable. Your trains. Achtung, bitte.
Dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder unbeaufsichtigtes Gepäck bemerken, benachrichtigen Sie bitte einen Stationsmitarbeiter. Open Time Table? Ist das das hier? Oh, ja. Das ist doof, dass es Deutsch und Englisch ist. Kann ich irgendwas machen? Regional? Dein Fahrplan ist gesperrt. Ach so, jetzt muss ich warten, oder was? Achtung bitte, der Passagierterminal schließt in 30 Minuten. Der Terminal wird um 5 Uhr morgens wieder geöffnet. Genau, dann wollen wir mal. So, jetzt kann ich wählen Track 1. Ist das, ein Güterzug oder ist das so? Wir nehmen beide einfach. Ja, die Briefkasten braucht man nicht, haben wir nicht mehr Mühe. Ja. Hier. Ein Imbisswagen für die hungrigen Leute, wenn die Deutsche Bahn mal wieder unpünktlich kommt. Und. Ja, schön auf dem Klo. So. Ein Informationsstand, ein Fahrkartenschalter. Oh, da kommt schon die Dampflok. Hä? Guten Tag, kommen Sie schnell. Kann man hier auch anzoomen? Oh ja, kann man. Achtung bitte, Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank. Oh. Jo, ein Imbisswagen nehmen Sie auch gleich an, das ist super. Was ist das hier? Ein Schuhputzerstuhl. Lebensmittelgeschäft. Was haben wir denn hier noch? Pflanze. Kaffeestand. Großverkauf. Fahrgäste können Essen kaufen. Hier könnt ihr Fressen kaufen. Hunger doch nicht. So. Oh. Ich hätte die ja alle bestimmt. Du kannst einfach. Es gibt nur 2 Züge, okay. Ups. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Endlosmodus. So, jetzt haben wir was Neues. Fahrplan. Achso. Gut, mehr können wir nicht machen. So, wir machen jetzt hier einfach mal unser Ding. Der erste Zug kommt schon. Dort wird bestimmt noch keiner einsteigen. Hier, ihr könnt schon mal los. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und wir gehen jetzt in eine Standardwand. Haben wir auch was anderes hier? Fahrkartenautomat. Bitteschön. Ihr habt den Fahrkartenautomat. Was haben wir denn noch? Eine Toilette wäre nicht klein. Müssen die klein, bitteschön. Gut, hier habt ihr noch ein Klosett, da könnt ihr noch ein bisschen umhermodern. Dann brauche ich mal eine Reinigungskraft. Hier, Jörg S., mach dein Ding. Schönes Kaffee, das ist doch mal nett. Hallo. Warum geht denn das hier nicht so gedreht? Doch, hier. Hier, genau hier. Schön hier hin. Ja, schön neben den Zug. Da lohnt sich's. Schön. Was haben wir denn noch? Haben wir hier irgendwie mal Zäune oder sowas? Theoretischerweise bräuchten wir auch mal einen Bus, ne? Intercity. Dass hier auch ein paar Fahrgäste kommen. Ja, dann nehmen wir 6, 7, 8, 9 gibt's nicht, nehmen wir 10, 14, na gut, die 12er nehmen wir mit, 16:30, 17:30 und der letzte geht um 19 Uhr, na gut, egal, 20 Uhr, so, da können sie fahren, bis sie lustig sind.
Ey! Was ist das denn für ein Banner? Wer randaliert hier gerade? Warum Polizist? Oh, eine Polizeistation. Moment hier. Oh, Junge, das ist aber ein dickes Ding. Kann ich hier irgendwie was machen? Was ist das hier? Fahrradfahrblitze. Oh. Kann ich die hier irgendwo hinklatschen? Oder wegen mir? So. Auch glaube, mein Polizist. Hier, Günther, mach mal dein Ding. Und ich brauche einen Polizist. Stefan T. Danke. Jetzt können meine Leute keine Fahrkarten mehr, weil das hier so ein Randalist ist hier. Oh, jetzt kann ich meine Züge machen. Was kann man denn noch nehmen? 17 Uhr. Ah nee, geht nicht. Wir haben nur den Natten. Was ist das hier? Ach, wir können nur die nehmen. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Tracks. Hier, der Randale-Vogel ist immer noch da. Ja, ist noch ein Penner, aber... Was können wir denn hier machen? Standard-Zugschienen. Prellbock? Auch mal, ne? Prellbock, genau. Geht denn das nicht? Fahrplan, Sie haben keinen Fahrplan für den Tag festgelegt. Gehen Sie zum Fahrplanmenü. Ach, du musst es jeden Tag machen, oder was? Baue einen Kontrollraum, um mehr Gleise zu aktivieren. Ja, ja, gleich sofort. Nicht genug Geld. Ich habe nur einen Track. Tut mir leid. Jeder Randalierer ist auch wieder am Start. Vielleicht nicht mehr, wenn die Bullen da sind. So. Wir sind hier überhaupt meine komischen. Achtung bitte. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank. Böden und andere Dinge reparieren. Ja, wo sind denn die? Ach, die kommen erst um 7. Gut, der Reinigungsvogel ist auch da, aber ich war der Randalierer. Polizist ist aber noch nicht da. Doch, hier ist er. Da kommt auch gerade. Ah, er hat ihn schon im Visier. Weg mit dir. Kriege ich auch noch die Fahrkarten von dem Bus oder muss ich die noch selber zahlen? Ach, hier kommt ein Zug. Hey, der sieht ja beide aus wie der von der Deutschen Bahn. Oh. Ich hätte vielleicht hier den Zug auch noch ein bisschen erweitern können. Sehe ich gerade. Warum ist hier eine Mauer schon wieder hier hinten? Was macht der Bulle? Er geht weg. Bleibe. So. Guys. Dann kriege ich mal endlich Kohle. Ist ja nervig. Infostand. Ja, der Zug, der dauert ein bisschen. Hier ein Zeitungsstand. Ah, so viel Geld habe ich aber da auch nicht mehr, dass ich mir einen Zeitungsstand hinklatschen kann. Longbar. Hätte mir nicht die Lebensmittel ins Zugrestaurant. Ich hätte hier nicht diesen. Achtung bitte, dies ist eine Sicherheitsanweisung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder unbeaufsichtigtes Das hätte ich hier machen können. Benachrichtigen Sie bitte einen Stationsmitarbeiter. Vielen Dank. Naja, warum habe ich immer weniger raus? Sauerei. Wir bauen jetzt hier erstmal einen schönen Bahnhof hin. So. Wir machen jetzt mal einen hübscheren. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ja, wir machen es so wie im Dorf. Um 18 Uhr fährt der letzte Bus. Hubala! Tja. Hier gibt es noch nichts. Tut mir leid, ich muss noch erstmal gucken. Ein Fahrkartenschalter. Ja. Er ist mindestens ein bisschen Vandale geschützt.
Nur ein paar Pflanzen. Soll ja ein bisschen gut aussehen, ne? Aber hier noch Imbisswagen, Kaffeestand. Packen wir den hin? Ja, Kaffeestand. Wieder gucken. Und einen kleinen Imbisswagen. Ah, sieht ja schon gut aus. Gut, die ersten Züge kommen noch nicht, das tut mir leid. Aber was wir machen könnten, ist hier. Wir nehmen diesmal einen Klaus. So, Klaus. Bitteschön. Hier, der Polizist Thomas, der hört sich ja ziemlich gut an. Und was haben wir hier noch? Ein Bauarbeiter. Hier, Tom. Nee, wir nehmen Günther. Günther ist immer gut. Machen wir in den K-Kontrollraum. Wütner wohlfühlen. Wieso, was haben sie denn? Ich bin doch schon voll dabei. Wir könnten jetzt aber theoretischerweise einen zweiten Zug bauen. Das müsste ja theoretisch möglich sein. So. Warum steht hier eigentlich Track 4? Egal. Achtung bitte, dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten Ach oder so. unbeaufsichtigtes Gepäck bemerken, benachrichtigen Sie bitte Ah, einen ha, Stationsmitarbeiter. so ist das. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So. Kann ich das drehen? Ja, kann. Genau hier die Lounge Bar direkt beim Kontrollraum. Und die Lebensmittelstation packen wir auch gleich hier hin. So. Haben wir schön alles hier. Dann können wir ein paar Pflanzen hinbauen. Pflanzen sind immer toll, ne? Hier sind noch Pflanzen. Mann, der Bahnhof sieht ja schicker aus wie die Bahnhöfe, die ich sonst immer kenne. Steigen Sie bitte alle ein. Track 4, der weiß ich nicht, wer das ist. Keine Ahnung, was das für ein Zug ist. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Warum kann ich nicht sehen, was das für ein Zug hier ist? Oh, cool, man kann hier reingucken. Das wusste ich jetzt aber nicht. Kann man hier die Züge hier holen? Sieht man jetzt, wie die da sitzen? Achtung bitte, dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Weil ohne Grund werden die das wohl hier nicht machen, oder? Nö. Benachrichtigen Sie Schade, bitte kann man nicht hinsetzen. Mitarbeiter. Also, ich finde aber dafür, dass es 1970 ist der Zug ziemlich modern. Also, Mauern bauen ist hier wirklich sehr blöd, finde ich. Rauchen ist zu keiner Na, Zeit Zeit. erlaubt. Haupt. Vielen Hier kommt Dank. so ein Foodtruck hin. Ah, jetzt zwei aus Versehen gesetzt. Upsala. Ich will den weg. Ich will den weghaben. Er hat sich da einfach hin teleportiert. Wie kann ich was abreißen? Ja, gut. Er freut sich, dass da ein Foodtruck ist. Bitte kommen Sie. Irgendein Zug kommt jetzt. Ah, zwei kommen sogar. Oh, eine Fotokabine haben wir ja noch. Ich wusste zwar nicht, dass das 1970 es schon gab, aber naja. Squid, 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 squid. Bitte alle einsteigen. Der keine Ahnung Zug nach keine Ahnung Hausen nimmt gerade Fahrt auf. Boah, Junge, hier geht's aber voll, ja. Also dieser Zug hier geht ja voll ab. Einige Leute sind unzufrieden. Warum? Ich weiß nicht, meine Reinigungskräfte, die schlafen auch viel. Achtung bitte, Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank.
Gibt es nicht mal sowas wie so eine Raucherhecke? Also ja, auf dem Bahnhof können sie ja viel Geld da lassen. Oh, ein hübscher ICE. Also sieht zumindest danach aus. So, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in Train Station Simulator. Ja, das Spiel ist noch im Early Access. Soweit ich weiß, also es steht ja auch da drin. Ja, da steht ja auch da unten drunter viel mehr. Aber für ein kleines Spiel für zwischendurch ist es nett. Also, wer jetzt wie ich jetzt so auf Aufbausimulation steht, dann sowieso. Aber für solche, die jetzt wirklich so viel Strategie dahinter weiß ich nicht, ist das nicht so. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn es wirklich fertig ist. Da bin ich wirklich mal gespannt. Also ein bisschen Bedarf hat es noch, aber es geht. Gut, ich sag jetzt erstmal Ciao und Miau und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem nächsten Let's Show. Ciao, ciao. Achtung bitte, dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder unbeaufsichtigtes Gepäck bemerken, benachrichtigen Sie bitte einen Stationsmitarbeiter.